Willkommen zurück zu Deltarune, Kapitel 2. Wir sind in unser personalisiertes zweites Zimmer des Tages eingeschlossen worden. Wobei wir beim ersten Mal nicht eingeschlossen worden sind, zugegebenermaßen von unserem Kollegen Ralsei. Haben uns die ganzen Türen hier angeguckt und dürfen jetzt Birdley folgen, großartigerweise. Allerdings vor allen Dingen Susie, die Lanza mit sich rumschleppt, dem es scheinbar nicht so gut geht. Sieht aus wie ein Puzzle. Denkst du, du kannst das lösen, Chris? Beruhigt mal eure hautlosen, knochenlosen Oberschenkel, ihr. Ich werde mir eine Lösung überlegen. Chris, ignoriere ihn einfach. Ich bin dann hier drüben, wo ich ihn nicht hören kann. Und ich werde hier sein. Weit weg von deiner IQ-debuffenden Aura. Jesus. Ah, Chris, hast du immer noch Probleme mit dieser simplen Ablenkung? Ha. Nun, um deine Neuronen wieder, tu deine Neuronen wieder zurück in die Kreidekiste, Chris. Ich fühle bereits, wie die Lösung sich in meinen, Kopfritzen, heraufsprudelt. Heureka! Das ist, was ich sagen werde. Jetzt geh. Ach, Jesus Christ, ich gehe lieber mit Susie reden. Wenn doch nur mein niedrigerer Dad hier wäre, um zu helfen. Er ist ein absoluter Puzzle-Pagliacci. Sure. Ah, du meinst wie ein Genie? Nein, er ist mehr ein trauriger Clown. dieses Dunkellicht wird einen hellen Schatten auf den Boden werfen. Fülle den Zwischenraum aus, um den Weg zu öffnen. Das ist ja jetzt nicht so schwierig, ne? Z drehen, X aufhören. Das ist wirklich nicht so schwierig. Okay, wo kommt... Ups, falscher Knopf. Dann kommt das hier runter, dann kommt... Ha! Dass ich den gleichen Knopf zum Aktivieren und zum Drehen drücken soll, ist verwirrend. Ja, wir haben es geschafft! Was? Ey, jetzt warte mal eine Sekunde. Wie hast du das denn ohne mich gelöst? Tja, Chris hat es vor dir rausgefunden. Bist du neidisch? Naja, ich kenne die Antwort. Ich wollte nur erstmal schauen, ob Chris es vor mir schafft. Das nennt man Spannung, Susan. Dramatische Spannung. Dann machst du das Nächste. Aber sicher, schaut mir zu. Außerdem heiße ich nicht Susan? Ha, das ist ja Kinderkram. Könnt ihr mir nicht ein schwereres geben? Zum Beispiel irgendeins mit einem 4x4 Puzzlewürfel? Jetzt sag uns einfach die Lösung. Nun ja, schaut. Erstmal müsst ihr... Wir passen die Schatten der Linien am Boden miteinander an. Okay, was bewegen wir zuerst? Oh, Chris, mach du einfach das Puzzle. Jetzt gib mir doch mal einen Moment. Nicht, als könnte Chris es überhaupt lösen. Was für ein Vogel hier, nicht wahr, Lanza? Oh ja, und all seine anderen Körperteile sind auch aus Vogel. Lanza sagt Chris, erzähl Chris von unserem fiesen Plan. Also, wenn wir Clubjacken machen, dann mache ich seinen in eine andere Farbe. Oh. Oh. Okay, wir haben gelacht. Jetzt beeil dich, Chris. Lanza wird schwächer. Ich bin so zerbrechlich wie ein Biskuit. Armer Lanza. Chris, lass die Kontrollen in Ruhe. Wenn du auf die Kontrollen schwitzt, dann wird es meine Inputs fressen. Also, lass mich das einfach erledigen. Ja, ja. Halt mal die Klappe. Okay, dann fangen wir mal hier an. Rotieren. Und fangen an, Dinge einzusetzen. Das passt dahin. Machen wir erstmal das große Stück. Ja, das passt dahin. Und das passt dahin. Die sind ja doch sehr easygoing. Ups, sieht aus, als hätte Chris es schon wieder geschafft. Warte mal eine Sekunde. Du kannst doch nicht... Du hast nur Glück gehabt. Es ist alles nur Trial and Error. Einfach nur Brute Force benutzt. Ein Höhlenmensch hätte das schaffen können.
Außer, dass die Höhlenmenschen ausgestorben sind, weil sie dumm waren. Ich werde das nächste lösen. Also, bleib hier, bis ich fertig bin. Ja, als ob wir hier so lange warten würden. Als ob er jemals fertig werden würde. Apropos, können wir... Ja, können wir. Zurückgehen für mehr Hacker-Dialoge. Dieses Puzzle, ich glaube, ich habe es runtergeladen. Jetzt muss ich es nur noch Data minen, um die Antwort aus der Konsole zu finden. Die Antwort ist im Code. Alles, was er bis jetzt hingekriegt hat, ist ein Kinderspielzeug mit einer Beep-Beep-Version von Kinderreimmusik. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein Hinweis darauf ist, dass die Leute das Spiel Data minen sollen, irgendwo hier in der generellen Umgebung, oder ob Toby Fox sich nur über die ganzen Data-Miner lustig macht, die Deltarune und Undertale auseinandergenommen haben und auch dieses Spiel hier auseinandergenommen haben. Was macht ihr beiden denn hier? Das hier ist meins. Es ist in einer Sekunde bereits vorbei. Also warum bleibt ihr nicht einfach hier und erholt euch in eurem Gedankenpalast? In dem vermutlich nicht mal irgendwas drin ist. Ich brauche das hier nur mal eben einen Moment. Ich muss es mal eben verstehen, warum. Die Formen passen überhaupt nicht zusammen. Oh hey. Du musst doch einfach nur das gesamte Quadrat ausfüllen, oder? Ach, das ist seine 4x4 Box, die er haben wollte. Was ist denn, wenn du die einfach alle in die Ecken schmeißt? Wie ein richtig großes Loch zu buddeln. Was? Chris, willst du es versuchen? Komm schon, Chris. Füll einfach das gesamte Quadrat aus. Ruhe, keine Hinweise. Das hier ist Vogel gegen Mensch. Das bedeutet keine Susis und keine... Wer ist der Typ eigentlich? Ich bin Lancer. Ziehe meine Zunge und ich sag verschiedene Dinge. So wie, au, ouch, ah. Das musste ich nicht wissen. Jetzt beeil dich schon, Lancer wird schon ganz blass. Aber ich mag Paellas. Chris, du weißt, wie gut ich im Puzzeln bin, richtig? Sag's ihr! All die Puzzle, die ich schon gelöst habe, dann können wir... Wie wär's, wenn wir... Wir gehen in den anderen Raum und lösen ein Puzzle zusammen? Er ist schon ein bisschen verzweifelt, der Junge. Wir hätten hier einen coolen Schuh. Dann hätten wir hier sowas ähnliches wie eine Welle. Dann haben wir hier ein offensichtliches Haus. Dann haben wir hier die Sonne oder Cthulhu. Und dann haben wir hier einen coolen Vogel, den wir da hinschieben. Ja, das ist jetzt, ne? Das ist wirklich einfach nur alles drauflagern. Susi, der hat funktioniert? Das kann nicht sein. Das ist ein Bug, das ist ein Glitch. Ihr schummelt. Das ist genauso wie man Wave dasht. Wave dashing ist inzwischen auch outdated, oder? Kennen die Leute noch Wave dashing? Ah, wie schmeckt dir das, du Idiot? Mann, das werde ich für immer genießen. Jedes Mal, wenn du dich so groß und mächtig benommen hast. Naja, rate mal, du bist es nicht. Sieh's ein, du bist genauso dumm wie der Rest von uns. Susi hat zumindest Spaß. Jetzt haben wir das Selbstbewusstsein des Vogels zerschmettert. Oh, dead. Okay, ich geb's zu. Ich bin nicht so clever. Und ich war's auch nie. Da, bist du jetzt glücklich? Ich hab nur... Ich war schon immer ein unauffälliger kleiner blauer Vogel. Und niemand hat sich auch nur an meinen Namen erinnert. Und dann, eines Tages, kam dieser Buchstabierwettbewerb, für den Noel und ich gelernt haben. Ach, guck mal, da ist Noel wieder in der Kinder-Kinder-Form. Intelligent. Aber als nur noch wir beide übrig waren, da wurde sie nervös und konnte nicht mehr sprechen. Sie hat verloren. Und ich habe gewonnen. Das ist, als ich es zum ersten Mal geschmeckt habe. Das Lob. Die Glorie. Die Überlegenheit. Die Macht des Cleverseins. Seitdem, Jahr über Jahr, bin ich immer die Nummer 1 in der Klasse gewesen. Aber es ist nur, weil Noelle mir dabei hilft zu lernen. Sie ist die wirklich Clevere.
Aber alle erwarten jetzt so viel von mir. Was mache ich denn, wenn ich irgendwann mal irgendwo ohne sie hingehe? Das ist, weshalb ich eine neue Welt machen wollte. Für uns. Eine Welt, wo wir immer Nummer 1 und Nummer 2 sein werden. Aber ich war darin so eingewickelt, dass ich von Queen ausgetrickst wurde. Und jetzt wird Noelle deshalb leiden. Vielleicht habe ich es einfach nur gemocht, überlegen zu sein. Vielleicht bin ich einfach nur ein Idiot. Nicht ein Chicken Nugget, Mann. Alle von uns sind auch Idioten. Hä? Ich meine, also ich weiß ja nicht, was alle anderen so denken, aber ob du ein cleveres Kind bist oder nicht, das könnte mir nicht mehr egal sein. Mach so viele Fehler, wie du willst, ehrlich. Ist nicht so, als könnte meine Meinung von dir noch... Susie, du würdest mich akzeptieren, selbst wenn ich dumm bin? Ja? Es ist so, wie wenn deine Schwester verflucht wird in Dragon Blazers 2. Selbst wenn ihre Statuswerte Mist sind, sie ist immer noch in deiner Gruppe. Susie, eine echte Dragon Blazers 2 Referenz? Susie, du bist nicht nur eine gutherzige, sondern auch eine... Du bist nicht nur gutherzig, sondern auch ein wahrer Gamer. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Jetzt sag das doch nicht! Aber keine Sorge, ich habe entschieden. Ich werde mich von nun an ändern und kämpfen für die Seite der Ignoranz. Wir sagen dir nicht, dumm zu sein. Einfach nur, es ist manchmal okay, Fehler zu machen. Und Fehler machen werde ich. Weiter. Er macht dauernd Fehler. Ugh, warum könnte Rice ja nicht hier sein, um die Moral zu erzählen? Ja, der hätte einen besseren Job machen können. Apropos Ralsei. Ralsei? dieser untere Tisch ist für unsere speziellen Gäste. Es wird eine Dinnerparty. Es gibt eine Dinnerparty auf dem zweiten Stockwerk für alle anderen. Alles hier ist für euch angemessen hergerichtet, richtig? Mein Gott, ist der gelb. Gelber könnte er wirklich nicht sein. Da, dieser Schrei. Ralsei? Ihr müsst nicht schreien. Nur weil ihr mein Outfit mögt? Natürlich. Oh, Chris, Susie. Wie kann ich euch dienen? Was zur Hölle machst du da? Queen hatte kein Zimmer für mich, also, hat sie mich in einen ihrer Butler gemacht. Was auch immer. Ralsei, kannst du Lanza heilen? Oh. Es ist kalt. Susie? Ich befürchte, das ist nichts, was ich heilen kann. Was? Lanza ist... Oh. Lanza, hey! Schau mal, jede Dark Fountain kreiert eine andere Welt. Eine Welt, die den Willen der Darkness in die, reflektiert. Aber durch diese Darkness können sie nur in ihrer eigenen Welt existieren. Sie gehören einfach nicht in eine andere Welt. Also wie können wir ihm helfen? Ja, es gibt einen Weg. Die große Fontäne in Castletown ist aus purer Dunkelheit gemacht. Solange sie weiterfließt, können dort alle Darkness leben. Also, wenn wir Lanza wieder zurück in die Schule bringen, wird er in Ordnung sein. Also müssen wir ihn hier nur rausbringen, was? Richtig. Okay. Lanza, willkommen zurück für dich, Junge. Euer Freund, wenn wir Queen besiegen, können wir ihn retten? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ja? Wenn ich nicht mehr im Weg stehe, dann wird Queen Noelle zwingen, das zu tun, was sie will. Und wenn Noelle das nicht will, dann wird ihr Gesicht vielleicht in einen Roboter verwandelt. Susie? Könntest du mir helfen, Noelle zu retten? Ich? Ich kann's nicht alleine. Aber wenn du mir hilfst, dann habe ich einen Plan. Plan?
Ich erinnere mich an Queens Tour dieses Palastes. Es gibt eine geheime Abkürzung auf dem dritten Stockwerk. Und während Chris Queen ablenkt, können Susie und ich die Abkürzung nehmen, um Noelle zu erreichen und direkt aufs Dach gehen. Und von dort aus bringe ich sie dann zu einem sicheren Versteck. Und zusammen können wir dann Queen besiegen. Okay, ist sicher, wir können es mal versuchen. Haha, sehr exzellent. Na dann. Wir sehen uns auf dem Dach, meine lieben Mitagenten. Oh Gott. Okay, gehen wir. Würdest du das bitte ausziehen? Tut mir leid. Cool, wir haben wieder Ralzeit zurück. Können wir mit dir irgendwas machen hier? Können schieben. Go, Lancer. Go, Lancer. Go, 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 Lancer. Go, Lancer. Go, go. Go, Lancer. Splot. Naja, wir müssen halt was zu essen. Sieht so aus, als würde man sich gut um ihn kümmern. Gut, dann lassen wir Lancer wenigstens positiv zurück und nicht einfach so irgendwo rumstehen. Das ist ja schon ein bisschen fies. Plötzlich riesige Schuhe. Diese riesigen Beine zu betrachten, füllt dich mit einer gewissen Macht. Eine gewissen Macht, ja. Wir sprechen später. Hier ist erstmal ein Café, das können wir uns angucken. Wir kommen im Farbcafé. Lasst uns euren Tag erwärmen. Oh Gott, der Hintergrund. Oh Gott. Was verkaufst du denn? Butt Juice. kurz für Butler Juice. Plus 100 HP, aber für 200. Jesus, das ist teuer. Sind die Bagels noch ein bisschen günstiger? Spaghetti Code. Es ist Spaghetti. Spaghetti ist von einem Master Coder zusammen gecodet. Plus 30 HP für die Party, also insgesamt 90. Ja, kann man vielleicht machen. Big Shot Bowtie. Ach, hier gibt's die Dinger. Eine gut aussehende Krawatte. Wir brauchen auf jeden Fall eine zum Basteln nachher. Die Königin bedankt sich für eure Ausgaben hier. Außerdem hat er hier Royal Pins. Die kosten 1000, aber die geben tatsächlich Stats dazu. Mhm. Also ich hätte gerne ein bisschen Spaghetti-Code, den wir mit uns rumschleppen können. Und dann schätze ich, kaufen wir mal zwei Royal Pins. Bitte kommt wieder, wir werden mit rosa gefärbten Brillen auf euch warten. Alles klar, und dann gucken wir uns erstmal unser Equipment eben an. So, den Javel's Tail werden wir sowieso nicht los. Wir haben hier einen Mannequin, können wir das Ding tatsächlich ausrüsten? Oh, wir können das Ding tatsächlich ausrüsten. Das hat Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Huh. Vielleicht ist es ja irgendwann mal irgendwo nützlich. Big Shot Bowtie. Eine gut aussehende Krawatte. Sieht aus, als wäre der Markenname abgeschnitten worden. So, wir haben die Uhr von Noelle geklaut. Die hat Grace Time hoch, was theoretisch eine nette Fähigkeit ist. Vielleicht können wir das hier auch an irgendjemanden geben. Wir haben nichts, was einen Angriff erhöhen würde, oder? Der Royal Pin macht die Verteidigung noch zusätzlich weiter hoch. Geben wir uns vielleicht eher. Es ist Clubbering-Zeit. Okay, dann nimmt Susi die Uhr. Ist das Pink Ribbon nützlich für dich? Das gibt Grace Area hoch. Na, aber es gibt halt weniger Verteidigung, ne? Dann hätte ich gerne einen Royal Pin an Ralsei, denke ich. Auch besser als die Silver Cards, die wir mit uns rumschleppen. Wir brauchen auf jeden Fall keine Mannequin. Wir geben uns mal selber einen Royal Pin. Dann haben wir unsere Bounce Blade, die ja extra Verteidigung gibt, was eine gute Sache ist. Den Javel's Tail wollen wir sowieso nicht weggeben. Irgendwas, das besser ist als die Iron Shackles. Die Big Shot Bowtie gibt Magie dazu, das bringt ja nichts bei Susie.
Mehr Magie für Ralsei wäre natürlich nicht schlecht, wegen Heilung. Kann man jetzt nicht unbedingt was gegen sagen. Aber dafür würden wir auf der anderen Seite auch unsere plus 5% Kohle verlieren. Weiß nicht, ob der eine Magiepunkt jetzt wirklich einen Unterschied macht. Wir lassen, glaube ich, lieber die Silver Card auf ihm. Wir haben schon eine Silver Card abgelegt jetzt. Okay, Silber, Silber, Royal Pin, Iron Shackles. Ja, ich denke mal, wir bleiben mal dabei, was wir jetzt hier so haben. Okay, dann quatschen wir noch mit dem Typen. Über dich. Ah, vergib mir, dass ich mich nicht früher vorgestellt habe, junge Meister. Ich bin Swatch, ich bin der Chef-Butler unserer Lady. Wenn wir uns nicht um ihre Bedürfnisse kümmern, ich und die anderen Angestellten von Queendom, nutzen wir diesen Raum hier als Gift-Shop bzw. Café. Bitte shoppt hier so viel, wie ihr möchtet. Wir dienen euch mit jedem Wunsch, alles klar. Missionsstatement. Verdient eine Frau wie unsere Lady es nicht, von einer Gruppe mächtiger Männer und Frauen jede ihrer Bewegungen nachgetragen zu bekommen? Und Rap-Themen über ihre Freundlichkeit geschrieben zu haben, welche dann bit gecrushed werden, hinter jede Erkennungswürdigkeit, um sie mehr Computer klingen zu lassen. Und Melonen zu zerstören mit Karate-Chops wiederholt für keinen guten Grund. Fässer zu werfen von den Balkonen. Und uns sie alle mit Karate-Schlägen zerstören zu lassen, bevor der Timer abläuft. Aber die Fässer, sie sind voll mit, sind ebenso voll mit Melonen und auch diese müssen zerschmettert werden? Ja, die Antwort ist ja. Rule Card? Oh, wir hören mal wieder von dem Kerl. Ruhe, es tut mir leid, aber mit so einem Gast bin ich nicht vertraut. Ach, wartet. Redet ihr vielleicht von diesem unerträglichen, ach, einzigartigen Mann, der hier vor einiger Zeit reinkam und gefordert hat, Butler Supreme zu werden? Es tut mir leid, aber diese Person ist aus diesem Etablissement verbannt. Und vielleicht hat er deswegen auch Verletzungen erlitten. Durch die recht schnelle, durch den recht schnellen Auswurf. Bitte erwähnt ihn nicht weiter. Wir räumen immer noch die Würmer vom letzten Mal auf, dass er hier war. Das Outfit. Ah, mein Outfit, ja. Der monochrome Look ist ziemlich passend, nicht wahr? Schwarzer Anzug, farbige Gläser. Viele Leute schaffen es nicht, diesen Look nachzustellen. Einige gehen sogar so weit zu versuchen, mich nachzustellen. Aber, um dann zu... Macron? Okay. Wäre da irgendwas Wichtiges gewesen? Okay, dann haben wir auch mit ihm gesprochen. Bitte kommt wieder, wir warten... Ja, genau. Weiter auf euch. Schauen wir uns das mal den Raum hier an. Das ist ein kybernetisches Buchregal. Hier gibt es ganz viele Bücher über Abkürzungen, die sich später öffnen werden. Das ist ja überhaupt nicht ominös. Kybernetisches Buchregal, steht der gleiche Text. Okay, hier haben wir unsere übliche Warp-Tür. Da können wir zurückgehen. Ich schätze mal, hier können wir weiter reingehen. Ja, okay, hier können wir weiter reingehen. Das lassen wir mal für später. Raus können wir nicht. Wir können nur die Tür benutzen, um hier abzuhauen. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall noch genügend Dinge. Hier ist die Tür, wo willst du hingehen? Jetzt haben wir die freie Auswahl, wo wir hinwollen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall... Du türst nicht. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Orte, die wir nochmal kurz aufsuchen wollen. Genügend wie zwei, schätze ich. So spontan. Bevor wir wirklich weitermachen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir speichern kurz nochmal an dieser Stelle. Wenn wir durch die Tür treten werden und Backtracking-Geheimnisse aufdecken. Bis dahin. See ya.